Interprofessionelle Zusammenarbeit ist etwas, was eigentlich in der Medizin über viele Jahre, Jahrzehnte schon stattfindet. Wir müssen es nur noch mal in eine neue Ordnung hineinbringen. Wir müssen die Gemeinsamkeiten der Gesundheitsfachberufe miteinander so verschränken, dass sie den Patienten nutzen, und das Patientenwohl und die gute qualitative Versorgung des Patienten muss überall und immer wieder an erster Stelle stehen. Wir erleben ja einen medizinisch-wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der so immens ist, dass auch in der Ärzteschaft wir ja die Entwicklung sehen, dass wir in großen Gebieten mittlerweile bis zu 10 Fachärzten haben, die dann nochmal Zusatzbezeichnungen haben, aber selbst da gibt es nicht mehr diejenigen, die den großen Überblick über ihr Fachgebiet haben. Und so genauso spreizt sich das in allen anderen Bereichen, und das heißt, dass Gesundheitsfachberufe Kompetenzen entwickeln, die eben für ihren Fachberuf spezifisch sind, und das muss genutzt werden, weil alle diese Kompetenzen brauchen wir für eine ordnungsgemäße Patienten. Es ist tatsächlich so, dass ja natürlich jeder aufgrund seiner Aus-, Weiter- und Fortbildung entsprechende Kompetenzen erwirbt, und die sind entsprechend der angelegten Studien-, Prüfungs-, Weiterbildungsordnungen dann entsprechend größer, und es braucht am Ende eine Verantwortungsübernahme in diesem Bereich. Ich kann das Thema Team nicht als Abkürzung nehmen im Sinne, toll, ein anderer macht's, und denke dann, na gut, der andere wird schon irgendwie sehen, wie er die Verantwortung wahrnimmt, da bin ich jetzt mal raus. Nein, wir als Ärztinnen und Ärzte haben die breiteste Ausbildung, wir haben die wissenschaftlich fundierteste Ausbildung, wir sind diejenigen, die den Patienten in seiner Gesamtheit wahrnehmen müssen, wahrnehmen sollen, in seiner Differenziertheit wahrnehmen sollen, und darauf eingeordnet dann entsprechende Diagnose- und Therapieschemata anwenden, um am Ende dann eine ordnungsgemäße Behandlung des Patienten zu gewährleisten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Erfahrung und die Kompetenz der anderen Gesundheitsfachberufe außen vor lassen sollen. Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir den Freiraum schaffen, nicht nur gesetzlich, sondern auch bei uns in der Ärzteschaft ein freieres Denken zu entwickeln dabei, dass wir nicht lockerer, sondern eher verantwortungsbewusster, aber mit sehr viel mehr Werf auf die anderen Gesundheitsfachberufe zugehen und mit ihnen tatsächlich besprechen, im Rahmen von Handlungsleitlinien, im Rahmen von Handlungsrahmen, im Rahmen von SOPs, wie denn die Patientenversorgung stattfinden kann und wer an welcher Stelle Verantwortung hat, nicht von oben herab, sondern in der Tat hier auf Augenhöhe, und Augenhöhe heißt für mich Wahrnahme der Kompetenz des anderen. Es wird ja sehr häufig im Munde geführt, dass die gemeinsame Ausbildung und Weiterbildung das Nonplusultra wäre. Das ist sicherlich wichtig, das ist richtig. Wir kennen unterschiedliche Stadien, nicht nur im Arztwerden, sondern wir kennen auch unterschiedliche Stadien im Werden von Krankenschwester oder Pflegefachkraft, wie es ja heute heißt, genauso für die Physiotherapeuten und andere Gesundheitsfachberufe. Hier ist es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig in der Tat unterstützen, uns gegenseitig in der Tat helfen, überhaupt keine Scheu davor haben, in unseren ärztlichen Weiterbildungen durchaus auch andere Fachberufe mit zuhören zu lassen, mit Fragen stellen zu lassen. Und nur wenn wir gegeneinander und voneinander wissen, was der andere kann, was der andere macht, wie er denkt, wird Teamarbeit funktionieren. Und das muss von früher Zeit an passieren.